sehe nirgendwo einen Türgriff. Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster. Natürlich ist hier eine Panzertür. Wenn sich jemand hinter dieser Tür verstecken sollte, dann wäre es mir lieb, er oder sie würde sich zu erkennen geben. Nein? Also gut, dann nehme ich jetzt mein Messer und mein Plasmagewehr und sehe mich hier weiter um. Ich will meine schwer bewaffneten Freunde nicht noch länger warten lassen. Okay. Weiß nicht. Messer? Nein, nein. Wie mache ich das Ding denn auf? Terminal nochmal bedienen. Die Turbinen laufen. Jetzt muss ich nur noch den Strom ins Gebäude bekommen. Der Strom ist nicht im Gebäude, wo die Turbinen laufen. Das... Was ist das denn? Achso, Turbinenkammer. Was ist das? Klappe schließen? Ach, hier unten ist eine Wartungsklappe. Eine Wartungsklappe oder sowas ähnliches. Ja, du darfst sie auch öffnen. Hol dir dann. Sie ist zugeschweißt, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Zugeschweißt. Es wird nicht funktionieren. Bestimmt nicht. Nee. Besser nicht. So jetzt. Dann kann man aber hier so durchsuchen. Ich schaute durch die Löcher, aber ich konnte nichts erkennen. Eine zweite Sonde wäre da sicherlich hilfreich gewesen. Es gab aber keine zweite Sonde. Und wenn? Dann hätte der Fremde auf der anderen Seite sie doch auch nur wieder eingesteckt. War ja nur so eine Idee. Keine Ahnung wie. Red Curry Cola vielleicht. Nein, nein. Was soll ich mit der Cola machen? Besser nicht. Trinken. Nein, es ist schwarz und man kann nicht mal mehr durchgucken. Okay, Seife? Nee, nee. Ich brauch dieses dumme Plasmagewehr nochmal. Ach, hier war ja noch der Datenkristall, ne? Das ist das Wasser von oben. Moment. Irgendwo hier muss der Datenkristall gelandet sein. Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Komisch. Ich hätte schwören können, dass er hier runtergefallen ist. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Ich kann ihn einfach nicht finden. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Wasser, Rinnsal... Ach, hier geht's nach oben. Rinnsal... Das ist das Wasser... Kabel, was haben wir denn hier? Ein altes, undichtes Kabel in einer Pfütze. Das muss der Grund für den Kurzschluss sein. Dann? Es läuft hier die Wand entlang, und zwar bis... Bis hier. Dann verschwindet es einfach. Abdeckung? Die Schaukästen sind hiermit verbunden. Öffnen! Na klasse. Ja, Problem gelöst. Okay. Jetzt hat sie Strom. Was fange ich jetzt mit dem Strom an? Ach so, ja klar. Hier oben war ja noch ein Bedienungsfeld, das wir bedienen können. Ohne Geld. Benutze! Je, das klingt aber nicht gut. Guten Abend. Vielen Dank für die Wartung dieses Terminals. Guten Abend. Gern geschehen. Guten Abend. Bitte fügen Sie Ihren Datenkristall ein. Die gab's damals schon.
Wir haben keinen Datenkristall, alles. Ach, damals gab es also 2050 gab es schon diese Datenkristalle. Das hat sich nicht verändert bis zu unseren. Es passiert nichts. Die haben also immer noch keinen Strom. Ich muss... Oh, Alter. Wir müssten also da runter und den Datenkristall holen für die Fae. Übrigens ein schöner Name, muss man mal sagen. Fae ist ein wirklich schöner Name. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Rinnsale. Cooler? Ach, alles klar, wir könnten... Wir können doch die Cola eventuell da runterfließen lassen. Und dann finden wir auch heraus, wo... Also theoretisch gesehen... Cola? Nein, nein. Lieber nicht. Ich weiß nicht. Wäre also eine Option, wenn man die Cola langsam rieseln lassen könnte. Weiß nicht. Ich glaube, das Wasser würde das auch so ausdünnen. Wäre eine Option gewesen. Ist ja eine Fantasiegeschichte, also von daher. So. Mal schauen. Ich kann nicht. Wo hat das Wasser ihn nur hingespült? Das kann ich dir auch nicht sagen. Rühren? Boah, kalt. Ach, klar. Wir haben doch die Seife. Mit der Seife geht das. Die kann man doch aufhängen. Seife, Seife, Seife. Natürlich, die Seife hat doch noch einen Anhänger. Das hängen wir an diesen Stein dran, wo das drin hing. Und dann müsste der Schaum runterkommen mit. Das ist eine Idee. Ich hatte eine Idee. Ich nahm das Stück Seife und spülte es genau an der gleichen Stelle runter, wo vorher der Kristall gelegen hatte. Oder so. So, dann gehen wir hier runter. Das muss das Rinnsal sein, in das ich die Seife geworfen habe. Die Seife im Rinnsal. Nette Idee. Haben Sie diesen Datenkristall denn so gefunden? Aber ja doch. Der Schaum wies mir den Weg. Blieb nur noch zu hoffen, dass er noch funktionierte. Ich habe den zweiten Datenkristall gefunden. Kannst du ihn auslesen? Bitte. Nicht schlecht, Funke. Aber du hast eine Pause in den Sand gesetzt. Der verdammte Kristall ist kaputt. Können wir nicht herausfinden, wo Nigel die Daten her hat und sie nochmal runterladen? Die Daten sind ruiniert. Aber der ID-Chip hier scheint noch zu funktionieren. Wenn du ein funktionierendes Terminal findest, kannst du dich mit diesem Kristall unter Nigels Account einloggen. Sein Passwort ist... Blaualge. Natürlich, das meinte Nigel. Die Cyanobakterie ist der Schlüssel. Gib es auf. Der alte Mann wird nichts Bedeutendes gefunden haben. Darf ich ihn wiederhaben? Nimm nur. Na dann wollen wir nochmal zum funktionierenden Terminal, das wir mittlerweile freigeschaltet haben, noch einmal gehen. Denn wir haben mehr erreicht, als unser Freund hier zu glauben scheint. Denn wir haben ein Terminal. Datenkristall. In das Terminal einfügen. Ist das da die Einfügstelle? Nee, einfach so. Ja, bitteschön. Terminal benutzen. Nennen Sie nun Ihr Passwort. Blaualge. Das Passwort ist Blaualge.
Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich heute für Sie tun? Was ist das hier eigentlich? Mein Name ist Quickie und ich bin Teil des multifunktionalen Quickie-Informationssystems Platin, um Ihnen Ihren Aufenthalt in der Jack London Library so angenehm wie möglich zu machen, verfüge ich über ein komplexes, aber leistungsstarkes System hochmoderner Höflichkeitsalgorithmen, spreche fließend 34 Fremdsprachen und biete Ihnen Zugang zu... Ja, ne, was... Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Fehler. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal, Nigel. Okay. Ich verstehe das alles nicht. Ich brauche Hilfe. Zum Thema Hilfe ist keine Hilfe verfügbar. Na toll. Ich möchte nochmal die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Sehr gerne. Darf ich Sie vorher noch auf unser umfangreiches Serviceangebot aufmerksam machen? Wieso geht es beim zweiten Mal? Danke, das ist nicht nötig. Zu welchen dieser Themen benötigen Sie weitere Informationen? Zum Angebot unserer Cafeteria? Ich hab doch gesagt... Zu Vorteilen für Premium-Account-Kunden oder zu unserem vielseitigen E-Learning-Angebot? Ich möchte einfach nur die Daten herunterladen. Sie möchten von den neuen Angeboten aus unserer Cafeteria erfahren. Wie wär's mit einem ausgiebigen Frühstück? Oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee, Nigel. Genießen Sie jetzt das reichhaltige Frühstücksangebot zu einem unschlagbaren All-You-Can-Eat-Preis. Okay. Was ist denn nun so eine Cafeteria? Mit einem Premium-Account stehen Ihnen viele interessante Vorteile zur Verfügung. Wussten Sie zum Beispiel schon, dass Sie als Premium-Kunde eine grenzenlose Medien-Flatrate besitzen oder dass Sie ermäßigten Eintritt zu allen Einführungsveranstaltungen erhalten? Wenn Sie sich jetzt bei unseren Service-Mitarbeitern einschreiben, erhalten Sie einen Quickie-Schlüsselanhänger gratis dazu. Schön, das ist, nicht, dass ich wissen wollte. Wie funktioniert E-Learning? Wozu soll das alles gut sein? Sie möchten weitere Informationen zu unserem umfangreichen E-Learning-Angebot? Brechen Sie auf in eine neue Erfahrung des virtuellen Lernens und erweitern Sie Ihre Kompetenzen. Zögern Sie nicht lange und registrieren Sie heute noch einen Probemonat in unserem E-Learning-Programm. Sie möchten also keine Informationen zu unseren Service-Angeboten und die Daten gleich herunterladen. Sehr gerne. Endlich. Ich lade. Vorgang wurde abgebrochen. Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Die Mitarbeiter sind alle tot. Tut mir leid. Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Es gibt keine Arbeiter mehr. Sie sind alle bei dem Klimakollaps gestorben. Tut mir leid. Ich habe Sie immer noch nicht richtig verstanden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Okay. Ich versuche nochmal die Daten herunterzuladen. Sehr gerne. Ich lade. Vorgang wurde abgebrochen. Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der... Okay. Wieso kann ich die Daten nicht auf den Kristall laden? Der Upload kann aus unbekannten Gründen nicht initiiert werden. Aber keine Sorge, Nigel. Eine Ersatzkopie Ihrer Daten befindet sich in unserem Kristallarchiv. Ein freundlicher Mitarbeiter an unseren Service Points wird Ihnen helfen. Okay. Was soll so ein Service Point überhaupt sein? Unsere Service Points sind alle mit einem blauen Leuchtschild gekennzeichnet. Schauen Sie sich ruhig etwas um. Sie können sie gar nicht verfehlen. Unsere freundlichen Mitarbeiter helfen Ihnen gerne. Bitte verzeihen Sie, wenn es wegen der hohen Besucheranzahl zu Wartezeiten kommt.
Wegen der hohen Besucheranzahl. Okay, gut. Ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen müssen. Wenn Sie länger als 5 Minuten warten müssen, bieten wir unseren Kunden ein kostenloses Erfrischungsgetränk an. Das ist nett. Ich habe keinen Durst und will sofort an meine Daten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Schränke des Kristallarchivs wurden nun freigeschaltet. Bitte folgen Sie den leuchtenden Lampen zu dem von Ihnen gesuchten Datenspeicher. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Ich bitte Sie um Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Nigel. Verdammt! Ich nehme den Datenkristall mit. Und muss also jetzt zwei Lampen haben wir hier irgendwo noch eine zweite Lampe? Steckplatz. Nein, haben wir nicht. Hier noch irgendeine Lampe? Auch nicht. Wir brauchen also nur eine zweite Lampe, um den Datenterminal zu öffnen oder was auch immer das jetzt war. Ich bekomme den Wörter langsam durcheinander. Linker Schaukasten. Er ist voller Ruß. Ich kann kaum noch was erkennen. Rechter Schaukasten. Im rechten Schauk... Und wir haben hier noch eine nicht mehr funktionierende Schaltung. Alles klar. Klasse. Auch hier haben wir nichts Neues, gell? Wir haben einen Schlitz. Anscheinend muss man hier Geld einwerfen, um etwas zu bekommen. Klappe, Schalter, Turbinenkammer, Wartungsklappe, Panzertür. Am Ende des Raumes war eine jemand ver- ich es gut. Ich bin leicht konfus. Hat das mal kurz im Moonwalk hingelegt? Ich brauche dieses Ding. Hallo? Hallo? Oh. Nein. Weiterspielen. Ich habe gerade aus Versehen mich aufgehangen irgendwie. Hast du die Daten? Fast. Das Passwort ist Blaualge. Das habe ich nicht vergessen. Ich will auf Nummer sicher gehen. Er hilft mir also nicht. Ich komme auch nicht an das Ding ran. Lesegeräte haben wir hier auch. Bringt mir aber nichts. Ich frage nochmal den Delvin, ob der vielleicht noch einen Tipp hat. Wie funktioniert die... Um sie zu benutzen, das Netz... Nee. Okay, also das war's. Nicht sehr hilfreich. Okay, an dieser Stelle würde ich sagen, wir speichern erstmal ab und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir müssen auf jeden Fall noch so eine zweite Lampe finden und dann kommen wir hoffentlich endlich an die Daten ran und dann hoffentlich kriegen wir die Daten und ich hoffe, da steht was Interessantes drin und hoffentlich verdienen wir uns auch ein bisschen Respekt bei Salvador, dass der uns sich hier rumkommandiert wie so ein kleines Kind. Naja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass mein Let's Play gefällt euch. Tschüss.